Ja, ich denke, es ist ein gerechtes Unentschieden. Das Spiel war halt eigentlich zwischen den Strafräumen. Die Torhüter hatten, glaube ich, wenig zu tun gehabt. Ja, ich denke, gerade den letzten Ball hätte vielleicht ein bisschen besser kommen können. Die Bälle sind ja ein bisschen dann durch den 16er geflogen. Der finale Pass oder der finale Abschluss leider gefehlt hat heute. Aber eben in der letzten Aktion, wo es zu sehr brenzligen Situationen kommt im Strafraum, da haben wir natürlich auch eben, Gott sei Dank hatten wir einen Schiedsrichter von der Bundesliga. Und da braucht es natürlich von mir auch mehr, um einen Strafstoß zu pfeifen. Dass man in der Situation auch anders entscheiden kann. Aber für den Fußballkenner, wenn man das defensive Verhalten, sei es von der einen wie auch von der anderen Mannschaft sieht, ist es auf einem sehr, sehr hohen Niveau gewesen. Sprich, in der offensiven Auslegung einfach noch besser, gezielter Laufwege noch zu verbessern, um eben dann noch mehr Möglichkeiten zu bekommen in den Spielen. Aber ich glaube, dass 60 München sich jetzt nicht damit beschäftigt, permanent in der dritten Liga zu bleiben. Wir sind im Prozess und dieser Prozess braucht Zeit. Und das, wie gesagt, es braucht einfach seine Zeit. Aber in dieser Zeit müssen wir versuchen, natürlich eben Punkte zu generieren, um eben gewisse Nebengeräusche eben nicht zu haben.